Hallo und willkommen zurück zu Baphomets Fluch. In der letzten Folge haben wir uns endlich 50 Yankee-Dollar verdient. Wir werden damit jetzt zu Ulta, müsste der Name noch gewesen sein, gehen und ihm sagen: Ey Kollege, bring uns zu Bull's Head Mountain. Oder Hill, wie auch immer. So. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wofür wir gleich die Klospülung brauchen. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Ja. Nochmal zum Thema Bull's Head Hill. Sie haben Verlangen, diese wunderbare Naturschauspiel zu besuchen, Ja, zu hab ich. sehen, ja? Tja, vielleicht. Unglaublicher Glücksfall. Bull's Head Sonderangebot, nur 50 Yankee Dollar. 50, wie? Hier. Okay, abgemacht. Hier ist die Knete. Ah, höchst ideal. Wie Amerikaner sagen, bare Knete zahlt die Miete. Miete. Mister, wir müssen uns in Eile üben. Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, ausgemusterter Armeelaster. Das ist ein Ja, Taxi. und? Oh, okay. Ich bin in einer Minute da. Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften, also lasse ich sie lieber auf der Theke. Ein netter George. Hallo, Ulta. Sein großartiger und kühner Kunde. Danke. Können wir ja loslegen, oder? Ist das Ihr Taxi? Oh ja, sicher. Das großartigste Taxi in Marik. Sieht wie ein alter Armeelastwagen aus. Bah, ihr Amerikaner mit Luxuslimousinen. Ihr haben vergessen, was Taxis sein sollen. Ungefähr 4 Tonnen auf den ersten Blick geschätzt. Da haben Sie Nagel durch Nadelöhr getroffen. Oh, das schön. Dann los. Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrgast. Es gibt ein klitzekleines Problem von unbedeutender Natur. Keilriemen haben Beschluss machen, jetzt zu reißen. Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt zum Ersatz machen. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. Höchstens 6. So lange kann ich nicht warten. Wir müssen weiter. Aber wie, mein Freund? Ich lasse mir was einfallen. Nimm die Klospülung. Was sagt Ihnen diese Spülkastenkette? Sie bringen Bürste wieder, damit so können stehlen Kette? Sie ganz krümelig im Keks, was? Ja, ich bin ganz Bis bald, krümelig im Ulta. Keks. Möge gut gehen, Herr. Kann ich jetzt das Fahrzeug anklicken? Ein Stück Kette, die ich in der Toilette vom Club Alamut abgestaubt habe. Das ging doch, glaube ich, so. Ja, da komme ich nur da hinten wieder raus. Aber das kann man doch als Keilriemenersatz nehmen. Aber wie kriege ich jetzt das da? Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Was Ja. sagt Ihnen diese Spülkastenkette? Sie bringen Bürste wieder, damit so können. Nein, da muss irgendwas, muss ich mit der Kette noch machen vorher. Vielleicht doch nicht. Ich weiß noch nicht mehr was. Was muss ich mit der Kette vorher noch machen? Allzu viel kann es ja nicht sein. Auf gar keinen Fall.
so rum bestimmt auch nicht, oder? Nee. Hm. Kann ich denn noch... Ja, das bestimmt nicht. Hm. Hm. Okay. Ich frag mal drüber hin. Vielleicht hat der ja eine Idee. Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Sagt Ihnen diese Kette aus der Toilette etwas? Es bedeutet, dass irgendwo jemand nicht die Toilettenspülung betätigen kann. Okay, Dwayne hat nichts für mich. Worauf Sie sich verlassen können, George. Pearl? Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Wie gefällt Ihnen die Kette für die Toilette? Sie sind ein ganz seltsamer George. Ja, und wie seltsam George ist. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung bleiben, ja? Sprechen wir mal mit Neo, vielleicht hat er ja was. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Was hältst du von der Spülkette für die Toilette? Bauen Sie eine Toilette in kleinen Raten zusammen? Ja. Okay, die haben auch alle keine Idee. Wir sehen uns, Neo. Tschüss dann, Sir. Problem ist, dass ich den LKW nicht anklicken kann. Wenn ich den anklicken könnte, würde ich ja sagen... okay. Aber Pixel-Aiming wird das hier auch nicht. Vielleicht so... Anscheinend stand er da auch gerade nur zurück, schulterzuckend. Ja, sehen wir uns noch ein bisschen um. Irgendwann wird mir die Lösung schon ins Gesicht fallen. Hoffe ich doch mal stark. Aber ich wüsste nicht, was ich übersehen haben könnte jetzt noch. Ich brauche nochmal den Schlüssel. Ich muss wahrscheinlich irgendwas übersehen haben, was die Kette quasi am Ende zusammenhält. Aber ich wüsste auch gerade nicht, was? Nein. Jetzt bin ich gerade ein wenig... überfragt. Kette, die ich in der Toilette vom Club Anmut abgestaubt habe. Stück Kette, ja. Ich hab nichts zum Zusammenhalten der Kette. Hm.
könnten ja nochmal mit ihm reden. Einen guten Tag nochmal, Sir. Moruba! Hallo, Sir! Haben Sie sowas schon mal gesehen? Schöne Teppich? Ja, ja. Okay, der hat immer noch nur schöne Teppich. Ma salama. Schöne Teppich? Ich bin nicht hungrig und will kein Obst kaufen, deshalb beginne ich keine Unterhaltung. Er hat nichts, was ich gebrauchen könnte. Einige großartige Angebote liegen in dem Regal, vorausgesetzt, man betreibt ein Museum für Plunder. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Raritäten ausfindig zu machen. Der kommt raus und zeigt ihn auf Neo. Das ist doch jetzt... Da, das nervt. Ulta. Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Großartiger und kühner Kunde will dir das geben. Sie bringen. Ja, ich bin nicht ganz krümelig im Keks. Zeig, nicht wahr? Ja, haben. Ich glaube, den großen Syrer mit Elektroschocks zu ärgern, wäre keine gute Idee. Wofür halten Sie das hier? Sein Blutdruckdings da. Nicht mal ein ganz kleiner Gartenzwerg? Ultar denken, nein. Das hier ist ein Hebel, mit dem man Kanaldeckel anheben kann. Manche Touristen haben kranke Gepäck dabei, Mister. Ja, stimmt. Zwecklos, Ihnen das hier nochmal zu zeigen, was? Höchst völlig. Sind Sie sicher, dass es dieser Mann war? Ja, zweifellos. Schauen Sie sich das hier mal an. Sein roter Ball mit Loch mitten. Nein, das ist eine Clownsnase. Clown wissen, Sie haben seine Nase? Ja. Unglücklicherweise sieht es so aus. Warum unglücklich? Dieser Clown tötet Menschen. Ah, alternatives Kabarett. Ja, ein bisschen schon. Tschüss, Ulta. Läge gutes Glück Ihnen folgen allüberhin, Mister. Marib sieht mit seinen hohen Mauern ringsum. Es muss doch irgendwas... Ich vermute, einfach so aufs Land hinauszugehen, ist eine prima Möglichkeit, sich zu verlaufen. Dass ich diesen... Es ist wahrscheinlich nur, dass ich diesen Stand da angucke. Der Stand bietet einige Früchte zum Verkauf, die ich nicht kenne. Darum geht es schließlich beim Reisen. Durch die Welt ziehen und merkwürdige Früchte entdecken. Ja, das auch. Ulta steht einfach nur so herum. Ich habe das Gefühl, es ist etwas nicht in Ordnung, wieder einmal. Ja, das Problem ist, ich würde gerne den LKW anvisieren können. Oder einen Geistesblitz bekommen. Am Stand baumeln die Kebabs am Baldachin. Für ein Marketingmittel fehlt hier aber etwas. Der noch mit mir spricht. Oder will er mich wieder nur böse? Nochmal hallo, Sir. Ja, der ist immer noch böse. Oh, dreckig, schlecht. Okay, okay, ich gehe. So, ich probiere da mal bis zur nächsten Folge mir irgendwie die geistesblitzige Lösung einfallen zu lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Snake, ciao.